Das ist schon gut. Es ist so spannend, wie ich hier rumlaufe. Ja. Wieso? Weil du das total gut kannst. Weg. So, der Matsch trennt uns. Ja. Ja, ist schlecht. Tschüss. Angenehmer wieder draußen zu sein, im Sinne von es ist hell und gar nicht mal so kalt. Die letzten vier Wochen war eigentlich immer unter Null oder fast unter Null. Jetzt sind 10 Grad. Das ist schon mal schön. Und die Sonne scheint. Bin insgesamt halt viel zu wenig draußen in der Form. Also gefühlt, wenn ich dann unter der Woche streame oder die Woche lang streame, dass man dann erstmal irgendwann aufsteht und dann ist es aber zu wenig Zeit, bevor der Stream dann losgeht oder bevor man was Sinnvolles macht. Da kommt man dann nicht raus. Wenn ich dann mit dem Stream aufhöre oder mit den Aufnahmen aufhöre, dann ist schon wieder Abend und es ist dunkel. Deswegen, ich bin ganz froh, zum einen, dass der Winter zu Ende geht. Zum einen, weil es dann wärmer wird, zum anderen, weil es halt länger hell ist. Ich mag Tageslicht, erstaunlicherweise. Trotz Gamerigkeit. Ist doch gerade schon mal alles äußerst matschig hier, noch der ganze alte Schnee und ein gefrorener Boden. Und dann taut das oben drauf. Das ist nicht so wirklich geil, aber irgendwie muss man ja durch hier. Naja, wird schon gehen. Man hat ja Schuhe an. So, das ist kein gutes Stativ. Hey, Stativ. Natur, wie kann das? Jetzt bimselt hier nur die ganze Zeit so ein Ast hier durch die Gegend, ist auch ungeil. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was ich erzählen wollte. Das hilft vielleicht. Im Moment weiß ich es gerade mal nicht. Schon sehr angenehm, so einen See in der Gegend zu haben, ja, obwohl man eigentlich noch mitten in der Stadt ist oder am Stadtrand, dass man ja einfach mal so außen rumlatschen kann. Man hört zwar immer noch die ganze Zeit den Grundrauschen von den Autos hier und so weit ist es jetzt auch nicht weg hier vom Schuss, aber ja, ist schon mal ganz schön. Oh, das ist gerade mal das ist gerade mal richtig böse, was hier alles an den Füßen hängen bleibt. Boah. Ich muss mir mal mehr Themen raussuchen, was man damit quatschen kann, wenn man zufällig mal draußen ist und zufällig eine Kamera dabei hat. Das ist ja zufällig, dass es nicht einfach nur ein sinnloses Rumgelaber-Video ist, sondern vielleicht ein bisschen sinnvolle Sachen bequatschen kann. Das wäre zumindest schön.